Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos, sagte Sims. Boah, ja, so ist das manchmal wieder. Ja, ich grüße euch alle hier aus dem Wahnsinn des Wahnsinns und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise natürlich familienadäquat. Ja, so ist das. Ja, wir haben hier unsere ersten Wohnsituationen schon ein bisschen erlebt und wir gehen natürlich direkterweise hinein und schauen mal, was hier diese Wohnsituationen weiter hergeben. Hier haben wir unsere, hops, jetzt halt einen Schluck auf gerade, wir haben hier unsere, ja, freundliche Kima, die frohen Mutes auf ist, ja, auf was denn, ja, auf ihr Arbeitsplatz. Ja, sie arbeitet, ja, sie ist eigenständige Schriftstellerin. Ja, ja, so ist das da manchmal. Da geht sie dahin und setzt sich an das Schreibgerät. Und ich habe ja mal das eine oder andere erwähnt, dass ich jetzt gerne immer mal so Buchtitel verwende, die mich selber so ein bisschen verarbeiten. Also, damit ihr ein bisschen wisst, was ich das oder das mal real life mache. Und jetzt kommt folgender Buchtitel. Die dunkle Seele. Teil 3. Ja, was ist die dunkle Seele? Und zwar, das ist eine, die Anleitung des Sterbens in Dark Souls 3. Und dann kommt natürlich so ein verschmitzter Gesicht rein. Ach, das Symbol geht hier gar nicht in den Buchtitel. Das ist ja mal interessant. Ja, dann machen wir es dann mal so. Nee, oder wir machen das so. Genau. Ja, die Anleitung des Sterbens ist Dark Souls 3. Ja, ich spiele Dark Souls. Ja, ich, alter Opa. Ihr so ein Ding hier, aber macht Spaß, das Ding. Gut. Wie sieht's denn bei Herrn Dominik Jansen aus? Herr Dominik Jansen hat Spaß gehabt. Und weil er so viel Spaß hatte, Quatsch hier so. Ach, Spaß geht noch weiter. Er ist noch nicht genug Spaß. Er hat noch nicht genug Spaß. Er könnte ja ein bisschen mit seinem Smartphone spielen. Spielen. Ja, er spielt. Muss er eigentlich morgens zur Arbeit? Ja, er muss morgen arbeiten. Ja. Ich wollte schon gerade noch was anderes machen, aber er muss morgen zur Arbeit. Ja, so kann das Ganze gehen. Mann, Mann, der arme Herr von uns zu wird langsam immer müder, ja. Darf er auch während 20 Uhr, das ist schon durchaus legitim, Es war ja auch ein sehr langer Tag, ja? Erst die Gehaltserhöhung, dann der Umzug und so weiter und so fort. Da ist das schon durchaus normal, dass man groggy ist nach so einem Tag. Und wenn man so mal schaut, was hier alles so an positiv ist, weiter geht's wegen Beförderung und Zusammenhalt und was hat er hier... köstliche Kost und großartige Klänge und schön dekoriert und Minzfrische. Also den Mann geht's echt gut. Also er kann sich nicht beschweren, ne, muss man so sagen. Er könnte ja noch mal kurz mal noch telefonieren, damit er ein bisschen Sozialitäten reinkriegt. Und zwar könnte er telefonieren mit Plaudern. Gut, wen nehmen wir denn da? Wir nehmen mal me himself. Dann nehmen wir Plauder mit. Ja, mit von der Mama und mit der von der Papa. Plauder mit von der Papa. Ja, das erzählt er natürlich erstmal mir selber. Wow, wir haben eine ganz neue, moderne Wohnung. Hast du noch nie gesehen, sowas? Ist der Hammer. Das ist hier so hypermodern. Also, Quantum Schick ist anders. Oh ja, Quantum Schick ist sowas von anders. Ja, ja. Ja, ich sag dazu, wow, hoffentlich wirst du da glücklich. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Gut, und was ist da noch? Birnischi Schniepstipp? Ja, sowas von Schniepste. Das schniepst du gar nicht hier, hm? Naja. So, jetzt ist er, mit wem ist er gerade jetzt am Ohr? Genau, mit der Mama war am Ohr. Das wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ja, mit der Mama? Ja, deine Tochter hat eine echt geile Hütte gezaubert. Ja, hat sie gemacht, hm? Eine Hütte vom Feinsten. Ja, muss auch sein.
tolle Tochter. So, wie geht's noch weiter? So, warte mal, das hier sollte ich mal Lichter. Automatisch Lichter. Machen wir mal alle auf Automatik. Genau. Wir müssen ja ein bisschen Strömling sparen. Ach, guck mal an. Das sind ja solche Bodenleuchtplatten. Ja, ja, das ist lustig. Das erinnert uns immer da also daran, dass so unser Kinderzimmer da ist. Gut, 22 Uhr noch was. Das heißt, er kann dann so langsam mal schlafen gehen. Es wird langsam Zeit, Herr Dominik Jansen. Ab in die Falle mit ihm. Da geht er auch schon hin. Jups, jetzt wird das da richtig hell. Wow. So. Er ist in der Falle. Da sehen wir, dass die hier gar nicht so leuchten. Ja? Die leuchten anscheinend nur bei Bedarf. Ihr könntet ja mal kurz mal nachschauen. Was haben wir denn? Einschalten. Dieses Zimmer. So, wartet mal. Boah, nee, das wird nicht. Warte mal. Automatisches Licht da, dieses Zimmer. So, wir machen nur die Lampen selber. Einschalten. Dieses Licht. So, und jetzt machen wir Farbe und Intensität dieses Licht. Das heißt, wir machen mal runter. Das können wir dann hier auch mal machen, glaube ich. Farbe, Intensität, dieses Licht. So, genau. Dann haben wir nämlich diese Kristalle, die immer so ein bisschen... Ihr versteht schon, was ich mache. Einschalten dieses Licht. Hoppa, das ist zu viel. Farbe, Intensität, da haben wir es. Dieses Licht. So, okay. Und dann das Ganze natürlich auch dort. Dieses Licht. Quatsch. Doch, ja. So, hä? Dann haben wir hier so einen leichten Schimmer, der toll aussieht. Das gleiche könnten wir auch hier mitmachen. Einschalten. Dieses Licht. Das ist auch so leicht schimmerig. Einschalten dieses Licht. Einschalten dieses Licht. Dann gibt es immer so ein romantisches Licht hier. Einschalten dieses Licht. Einschalten dieses Licht. Vielleicht sollten wir die noch ein bisschen schwächer machen. Werden wir mal gleich mal gucken. So, einschalten dieses Licht. Das ist dann auch diese typische Anpassung von den Elementen hier. Oder? So, Mann. Ja, ein bisschen dunkler kann es noch. Das heißt, wir machen mal Farbe, Intensität dieses Licht. Dann gehen wir mal mit dem Dimmer hier auf die 50%. Ja, das reicht vollkommen aus. Ja, das ist... dieses Licht. Okay. Dieses Licht. Dann haben wir immer diesen leichten Schimmer drin, ne? Farbe, Intensität dieses Licht. Okay, das passt auch. Farbe, Intensität, dieses Licht. Okay, und das dann hier auch. Farbe, Intensität. Ist eine Menge Fummelei, aber es lohnt sich. Genau. So, ist schick. Gut, dann sollten wir hier mal gucken. Das ist an, das ist an. Das darf an sein. Das ist in Ordnung. Ist ja die Außenbeleuchtung. Ja, und die darf auf volle Dröhnung, wobei, warte mal, Farbe, Intensität, ne, lassen wir mal, so, das ist okay. Jo, passt, 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 passt. Das ist in Ordnung. Der Boden, der lässt sich nicht einstellen, da müssen wir damit leben oder wir müssen gucken, dass wir vielleicht noch andere Boden reinziehen. Oder lassen wir es als Reminder, das ist okay, ja. Gut, wie sieht's denn bei der jungen Dame hier aus? Ja, sie wird langsam müde. Hat ja eine Menge von dem Buch durch und ich würde mal sagen, wir jagen sie auch mal in die Falle rein. Weil wenn jemand so müde ist, dann ist er wirklich müde. Das heißt, wir können ja immer bitte mal schlafen gehen. Ja. Dann gehen wir sozusagen mal mit ihr durch das Haus. Boah, sie schleppt sich. So, jetzt ist hier natürlich richtig hell.
Dann geht sie hier ab in die Falle und dann wird das so eine Duschstelle, ja. Ja, und da laufen die Punkte rein. Oh, laufen da die Punkte rein, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja. Schick, schick, schick. So, Herr Dominik Jansen ist wach geworden. Das heißt, wir gehen erstmal auf die Toilette mit den jungen Herren. Das heißt, einmal verwenden, bitte. Das müssen wir mal schauen. Er muss zur Arbeit um 7 Uhr. Er hat also ein bisschen Zeit, hat er. So, Blase. Hände waschen, Zähne putzen. Und danach geht es direkterweise hierhin. Dann macht er sich eine Schanelle Mahlzeit essen. Und zwar einen Joghurt. Genau. Ein Joghurt ist generell nicht verkehrt. Und jetzt sehen wir so den Vorteil eines schönen hellen Bades. Ja, das ist doch schon mal jeder der Hammer. Guckt euch das mal an hier. Ja. Ein schönes helles Bad. Ein tolles Wohnkonzept, muss ich sagen. So, jetzt geht's hier rein ins Wohnzimmer. Wir gehen mal hinterher. Ja. Ja, da schleppen sich die Leute noch draußen. Es ist sehr früh. Ist die Uhrzeit eigentlich da korrekt? Die Zeit gar nicht drauf geachtet. Nee, es ist schon nach 9 da. Nee, die Uhr ist leider nicht korrekt. Es wäre noch geil, wenn die Uhren da auch korrekt wären. Ja, muss man mal so sehen. Ja? So, da drüben sehen wir dann auch den Spielplatz. Das heißt also, wenn Mutter hier kocht, kann Mutter zugucken, was Sprössling da hinten macht. Wenn Sprössling nachher älter ist und Sprössling alleine dahin geht. Ja? Da wäre die Balu-Schlemmerhütte, weil sie doch mal selber nicht kochen wollen. Was dahin kommt und da drüben kommt, weiß ich in Zukunft noch nicht. Ja, da müssen wir mal gucken, was Sache ist. Ist ja eine riesenfreie Fläche. Könnte man noch einen Park hier machen oder keine Ahnung, ein Wohnhaus oder ein Seniorenheim. Müssen wir mal sehen, genau. Gut. Er hat ein bisschen Durst. Ja, dann lass uns mal trinken. Ja, muss ja dann auch mal irgendwann mal zur Klinik. In einer Stunde. Das heißt, er könnte mal sich mal... Nee, warum um seine Outfits? Wartet mal. Wie sieht's denn mit seinen Stimmungen aus? Blase, ja, natürlich klar. Sozial, Hunger. Sehr schön. Er könnte das hier einfach mal abstellen. Und dann geht er mal hier hin und macht mal ein bisschen Übungen, ne? So, Yoga üben. Danke sehr, Herr Dominik Jansen. Ja, dann können die Damen nämlich mal deinen Traumkörper dabei beobachten, ne? So ist das, ne? Traumkörper von Dominik Jansen. Jo, da seht ihr's. Das sieht auch genial aus. Warte mal, guckt raus, ist grün draußen, ist schon der Hammer. Eine geniale Wohngegend. Ja, ja, das geht in den Rücken, muss ich sagen. Ja, auch ein kaputter Rücken kann entzücken. Ja, ist schon krass, die Übung. Aber ja. Kann man so stundenlang zugucken. So oder so. Ne? Ja, ja, da muss er durch. Krasses Ding. Ne? Also es ist schon... Ja, ja. Und wieder runter. So, alleine losschicken. Ja, dann würde ich sagen, geh du mal alleine los. Danke sehr. Da sollte er natürlich Yoga üben aufhören. Danke sehr. Und dann geh mal zur Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ja, zur Arbeit gehen. Ja, ja. Oh, letzten paar Meter, dann verlässt er die Hütte hier. Ja? Juhu. So, raus ist er. Da sacken die immer kurz im Boden. Das sieht irgendwie lustig aus. Naja. So, weg ist er. Zeit bewegt sich. Zeit bewegt sich. Ist ja auch kein Wunder. Da ist die junge Dame wach geworden. Und die junge Dame darf sich natürlich erstmal was anziehen. Das heißt, wir machen mal Outfits. Outfits ändern. So, was nimmt sie denn heute? Sie nimmt dieses schönes helle Outfit. Genau. Und dann schauen wir mal nach dem Bedürfnis der jungen Dame. Wie sieht's denn da aus? Ein bisschen Hunger, ein bisschen Hygiene. Blase ist in Ordnung. Das heißt, sie machen einmal ein bisschen Morgenhygiene, einmal Zähne putzen. Geht sie einmal dahin und dann kümmert sie sich einmal um ihren Hunger. Das bedeutet, Lunchpaket zubereiten. Ja, Lunchpaket zubereiten?
Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Thunfisch-Salat-Sandwich. Warum ist hier mal ein paar Sandwiches? Warte mal. Lunchpaket, noch eins. Lunchpaket. Veggie-Hummus-Sandwich. Dann hat ja nämlich Dominik immer so ein bisschen Frühstück. Dann noch mal sowas. Und dann noch mal ein Lunchpaket zubereiten. Erdnussbutter-Gelee. Machen wir da nochmal sowas. Landquatschspiel geht hier sowas. Ist vielleicht nicht verkehrt. Dann hat er nämlich sein Frühstück, muss nicht extra zubereiten, ne? Dann hat er sein Sandwich, kann er Sandwich essen. So für einen kleinen Hunger zwischendurch ist das vielleicht gar nicht mal so das Schlechteste, was man machen kann. Rückzahlung erhalten ist eine Rabattmarke von Höhe. Sowieso Simoleons, sparsame Sims und so weiter. Ja, wir sind immer noch bei 1,5 Millionen. Also so böse hat uns jetzt... das Finanzielle nicht hier runtergerissen, ne? So, was haben wir jetzt? Was sagt denn das Sandwich für Werte? Ist das ewig haltbar oder was? Oder zeigt uns das keine Werte? Zeigt uns keine Werte. Das ist ja mal der Hammer. Das Ding zeigt uns keine Werte. Ich flipp aus. Lunchpakete. Ja, da kann ich hier unendlich Lunchpakete machen. Und die halten ewig oder was? Wollt ihr mich verhempeln? Da steht auch keine Zeit, kein Datum, kein gar nichts. Hier seht ihr, ich halte drüber. Wenn ich das übers Wasser halte, da steht verdorben. Hier nicht. Ja, das ewige Lunchpaket. Maximierte Fähigkeiten. Kima, die Fähigkeiten von Kochen maximiert. Ja, yeah. Das ist ja maximal. Aber sowas von maximal. Ist ja krass. Tja. Macht die so ihre Sandwiches hier und wir haben ewig was davon, ne? Geile Nummer. Warum die eigentlich da kocht und hier nicht so schön an eine Scheibe, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich kann es mir schon fast vorstellen, weil es ist der erste freie verfügbare Platz neben das Ding. Eigentlich müsste ich mir die Kaffeemaschine von dort hier hinstellen, müsste da noch was hinstellen und da was hinstellen, dann würde sie hier kochen. Ja? So rein theoretisch. Ja, wir lassen sie erstmal hier fertig machen. Genau. Und dann stellen wir die Kaffeemaschine um. Und dann stellen wir da noch was anderes hin oder so. Hallo! Ich wende mich im Namen der Fit wie ein Tonschuh an dich. Wir möchten dir ein kostenloses Muster unseres neuesten Produktes, dem Hits Ohrhörer schicken. Wenn du mehr davon kaufen möchtest, kannst du deine Bestellung online am Computer abschließen. Wir stellen auch ein vertikales Laufband zum Klettern her und bieten Videos auf deinem Fernseher an. Halte dich fit. Ja, wir können ja mal nehmen. Kostenlose Ohrhörer. Okay. Kostenlose Ohrhörer. Ja, soll ich mal sagen, man kriegt doch mal was kostenlos. Im Inventar von Dominik wurden Ohrhörer abgelegt. Du kannst die Ohrhörer aus dem Inventar verwenden oder auf Dominik klicken, wenn er als aktiver Sim festgelegt ist und das Ohrhörer-Menü auswählen. Okay. Ohrhörer. Dann hört er immer Musik oder so. Ja, wenn Kima dann ihn voll schwafelt, dann haut er sich die Ohrhörerin und hat da Ruhe. Muss man mal so von der Seite betrachten. Ne? Ohrhörer. Frag mal, ob sie dann auch vielleicht Ohrhörer bekommt, wüsste ich nicht. Er wäre ja zumindest fair, ne? Damit die junge Dame auch ein bisschen was hat. Ja, kostenlose Ohrhörer. Und ich sehe gerade, dass ich tierisch überziehe. Und deshalb machen wir einfach hier mal eine Pause und sehen uns dann morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Shiri, oh.